Gesetzlose. Aber das wird ihn nicht lange aufhalten. Mal sehen, ob du so gut reitest, wie du schießt. Was ist? Wie ihr gerade gesehen habt, hat der Hauptdarsteller von Darkwatch, der auf den Namen Jericho Cross hört, zwei Probleme. Erstens hat er quasi aus Versehen den dunklen Vampirfürsten Lazarus befreit, den er nun bekämpfen muss. Außerdem wurde Jericho von Lazarus gebissen und verwandelt sich nun langsam selbst in einen Vampir. Deshalb macht sich die Hauptfigur des Ego-Shooters auf die Suche nach dem legendären Geheimbund Darkwatch, um dort Hilfe zu bekommen. Schon bald hat Jericho das Hauptquartier gefunden und erhält dort seine eigene Ausrüstung als Darkwatch-Kämpfer. Heidi-ho, Cowboy. Mein Name ist Hala. Legen wir los. Loslegen ist ein gutes Stichwort, denn bei Darkwatch steht ausschließlich Action im Vordergrund. Rätsel und Nebenaufgaben sind dagegen eher Mangelware. Hier seht ihr die Xbox-Fassung, in der wir die Straßen von Hangtown von Untoten säubern. Jericho greift dabei auf insgesamt 10 Waffen zurück, wie den Karabiner oder ein Schrotgewehr. Die Schusswechsel steuern sich sehr intuitiv, dass sich die Steuerung fast so präzise und weich wie bei Timesplitters anfühlt. Obwohl die Gegner in Darkwatch allesamt untote Monster und damit nicht gerade potenziell intelligent sind, verhalten sie sich erstaunlich unterschiedlich. Während die Vampire in dieser Szene zum Beispiel auf uns zustürmen, nehmen uns die Riflemen aus der Ferne unter Beschuss. Damit die Spielmechanik von Darkwatch nicht zu linear ist, haben die Entwickler Abwechslungen wie Reiteinlagen oder eine Farmmission eingebaut. Das lockert den Story-Modus angenehm auf. Das Hauptproblem von Darkwatch ist jedoch die pure Länge. Schon nach ca. 5 bis 6 Stunden seht ihr den Abspann. Weil ihr euch an einigen Stellen des Spiels jedoch für gute oder böse Taten entscheiden könnt, gibt es immerhin zwei verschiedene Enden. Nun seht ihr die PS2-Fassung des Spiels, die der Xbox-Version technisch leider nicht ebenbürtig ist. Die Grafik wirkt etwas gröber und die Bildwiederholungsrate ist deutlich niedriger, weshalb ihr kleinere Ruckler zu sehen bekommt. Die Atmosphäre ist dagegen auf beiden Konsolen gelungen. Die Schauplätze im Wilden Westen sind schaurig schön gestaltet, die Musik passt und die deutsche Sprachausgabe kann sich hören lassen. Deine Seele ist in meinen Händen. Multiplayer-Modi bietet Darkwatch ebenfalls. Auf der PS2 gibt es einen exklusiven Koop-Modus für die Story-Mission und eine Versus-Variante, beides jeweils für 2 Spieler. In der Xbox-Fassung treten dagegen bis zu 4 Zocker an einer Konsole und bis zu 16 Leute über Xbox Live an. Dabei gibt es dann klassische Spielvarianten wie Deathmatch oder Capture the Flag. So, das waren unsere bewegten Bilder von Darkwatch. Mir hat das Spiel besonders wegen des coolen Szenarios und der präzisen Steuerung gefallen. Darkwatch ist zwar ziemlich kurz, aber man kann es sich trotzdem verdammt gut geben.